Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Redstone Farm. Wir sind gerade dabei, hier eine Maschine zu bauen, die es so zuvor in dieser Version noch nicht in Minecraft gab. Natürlich, diese Maschine wurde schon von vielen Leuten versucht, so zu bauen, oder es gibt eine andere Version. Aber doch bin ich mit diesem Design, welches mir dann eines Tages einfiel, relativ zufrieden. Was ist es? Es ist eine Schaf-Wollproduktionsmaschine, die auf einem anderen Level ist. Oh Gott, ich hasse diese Videos auf YouTube. Ehrlich. Also wirklich, das ist diese Clickbait-schlechten 10-Minuten-Videos von irgendwelchen Tech-Kanälen, die nichts anderes machen, als einfach die Werbekampagnen-Videos von Kickstarter-Webseiten zu downloaden und zu meinen, sie würden eine ganz besondere Leistung machen, wenn sie diese auf ihrem YouTube-Kanal hochzuladen, nur um diese 10-Minuten-Videos mit dem Maximum an Werbung zu füttern und anschließend einen catchy Titel auszuwählen, wie Maschinen, die auf einem anderen Level sind, zu glauben, dass sie damit einen tollen Dienst für die Menschheit erweisen, sich allerdings eigentlich nur selbst, um ehrlich zu sein, Geld hinten reinschieben. Ach, naja. Es gibt viel Ungutes, es gibt viel Gutes. Ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Halten davon hier allerdings, was wir nun vor unseren Augen, also ich weiß ja nicht, wo ihr gerade euer Handy oder Laptop oder was auch Ding stehen habt, aber theoretisch könnte ich mir mal vorstellen, dass ihr gerade zuguckt, wie ich diesen Creeper hier runterschlage oder diese verhexte Hexe einfach hier von entferne. Das gibt's doch nicht. Hexe! Mach, ja, du kannst jetzt gerne, du musst mich nicht so mit blöden Augen anschließen. Weißt du, was ich einfach machen kann? Ich kann auch so, ne? Dann bist du eh weg. So. Da hat die Matrix dich entfernt. Ha! So. Wir befinden uns hier gerade in der Redstone Farm und wir befinden uns hier gerade unten bei der Schiebmaschine, die am Ende, wenn alles doch gut lief oder läuft, dafür sorgen soll, dass wir hier eine Schafsproduktion haben. Und wie uns gerade auf jeden Fall die Monster freundlich mitgeteilt haben, ist tatsächlich das Licht hier auf einem anderen Level. Aha, um den Witz vom Anfang aufzugreifen. Aber ernsthaft, wie seht ihr das? Diese Videos, die sind doch, Leute, ich gucke ja auch privat YouTube, ne? Und wenn ich schon sehe, dass dieses Video genau 10 Minuten und 10 Sekunden lang ist, dann klicke ich es gar nicht erst an. Ich gucke immer auf den Indikator. Und ganz ehrlich, wenn ein Video genau 10 Minuten lang ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Zufall, ja, wie zum Beispiel bei mir, da passiert das tatsächlich, ist es schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal vorgekommen, dass ich ein Video habe, was so 10 Minuten und 10 Sekunden hat. Das ist entweder Zufall oder es ist ein bewusster Plan, dass dieses Video möglichst wenig Arbeit, aber Geld damit zu machen, weil man erst ab 10 Minuten Werbung in ein Video schalten kann. Und das ist echt, Kotz, ganz ehrlich, Kotz. Denn diese Videos sind so lieblos zusammengeschnitten und da macht man sich noch nicht mal Mühe. Wenn man sich Mühe macht, es gibt auch ein paar Try Not to Laugh Challenges. Die sind einfach grottig schlecht, das sind einfach die schlechtesten Clips aneinander gepackt. Hauptsache, jemand guckt sich das Video an. Aber es gibt auch gute Try Not to Laugh Challenges, die sind dann auch bei 10 Minuten. Und da ist natürlich auch Werbung drin. Aber immerhin sind die dann besser zusammengeschnitten und die Auswahl ist gut. Es gibt auch gute Kanäle. Es muss ja nicht alles mal schlecht sein, aber 99,99999% von dem, was ihr auf YouTube seht, ist am Ende nur Hauptsache, ich krieg Geld. Und das kotzt mich ehrlich gesagt bei YouTube an. Das kotzt mich bei YouTube so richtig an, dass vielen Leuten der Spaß bei der Sache weggeht. Dass man für das bezahlt wird, was man hier macht auf YouTube, ist fair am Ende, weil natürlich da mehr Arbeit hintersteckt, als ihr jetzt gerade seht. Ihr seht dieses Video und es ist alles einfach. Ne? Es ist so einfach. Leben eines YouTubers ist einfach. Ich setze mich vor den Computer, ich drücke auf Aufnahme, lade es hoch auf YouTube und fertig. Ah, und dann fließt das Geld. Ach Leute, wenn ihr das glaubt, dann habt ihr ehrlich gesagt ein absolut falsches Bild, also ein falsches Weltbild von YouTube. Glaubt das nicht, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Am Anfang vielleicht für die anfangen mit YouTube, für die ist es so einfach, aber wenn ihr daraus wirklich ein bisschen Geld gewinnen möchtet, na dann werdet ihr merken, dass ihr euch schnell opti-opta kleine Problemchen erwarten. Allem rechtliche Probleme, steuerrechtliche Probleme, impressische Probleme und allgemein amtliche, markenrechtliche Probleme und ihr werdet relativ schnell, wenn ihr euch nicht damit beschäftigt, vor Gericht wiedersehen, weil ihr gar nicht wisst, wie viele Fehler ihr gemacht habt und dann müsst ihr teuer diese Fehler bezahlen. Also gleich von Anfang an diese Fehler alle nicht machen und dann merkt ihr, wenn ihr diese Fehler versuchen wollt, nicht zu machen, wie kompliziert das alles ist und die meisten hören auf. Ich war auch kurz davor zu sagen, ich höre auf, ich mache das hier alles nicht, aber ich habe es durchgezogen und ja, eine Menge für mich gelernt, was das angeht. Eine Menge Datenschutzrechtliches, eine Menge Allgemeinrechtliches. Ich könnte jetzt Jura studieren, ehrlich, aber ich tue es nicht.
weil ich weiß, dass mich davon noch mehr erwartet und mich möchte sowas nicht mehr erwarten. Absoluten Respekt vor den Menschen, die Jura studieren. Ich kenne ein paar Menschen, die das tun und ich habe höchsten und tiefsten Respekt davor. So, wie dem auch sei. Worauf wollte ich hinaus? Achso, die sich Mühe geben, die sollen es ja auch. Es gibt viele Kanäle auf YouTube, die finde ich toll und die habe ich selbst auch schon mal unterstützt. Ich habe sogar jemanden auf Patreon schon mal unterstützt, weil ich einfach das, was er mal gemacht hat, super, super cool finde auf YouTube und ich finde, dass man das absolut unterstützen sollte. Aber es gibt auch, um es mal ungeschönt zu sagen, Arschlöcher auf YouTube, die euch ausnutzen als Zuschauer. Die sich wirklich, die gegen all diese Rechte verstoßen, aber weil sie anonym sind und niemand weiß, wie die heißen, niemand weiß, wo die wohnen, ja, nicht dafür belangt werden können. Finde ich scheiße. Solltet ihr nicht gucken, solche Videos, aber ich werde keinen meinen Namen nennen. Aber es sind die üblichen verdächtigen Minecraft-YouTuber, die auf ihren Servern irgendwelche Ränge anbieten, die man kaufen muss für viel zu viel Geld. Allein das ist Schwachsinn. Oder wenn schon ein Video mit Puff in Minecraft beginnt und gleichzeitig im Tag kinderfreundlich steht. Dann kriege ich's kotzen als Pädagoge, wie man nur so eine Scheiße mit dem Internet treiben kann. Entschuldigung, das wollte ich mal ausgesprochen haben. Siehst du, meine Videos sind ehrlich gesagt auch nicht pädagogisch wertvoll, wenn ich schon solche Fäkalsprache anwende. Aber ein anderer Ausdruck als dieses Wort mit Sch kann ich ehrlich gesagt nicht finden, um irgendwie unbeschönigend zu beschreiben, was da passiert. Weil Luis, vielleicht kennt ihr den YouTuber, hat zu diesem Thema ein Video gemacht. Und wenn ihr meine 1:1 Meinung haben möchtet, schaut euch dieses Video an über Minecraft und die Abgründe von Minecraft von Valuis. Dann wisst ihr auch, über welche Kanäle ich rede. Und ja, dieses Video, ich kann absolut dahinter stehen. Gibt meine Meinung zu 100% wieder. Ich kann da absolut hinterstehen und vertrete genau diese Meinung, die auch Valuis im Video hat. So. Zurück zu dem, was wir hier machen, das doch ein wenig mehr hoffentlich Anstand hat. Und zwar Weichen zu bauen in Minecraft. Weichen sind sehr, sehr interessante Konstrukte, die uns erlauben, einen Zug von A nach B zu bringen, ohne dabei auf diverse andere Konflikte zu stoßen. Nun, wir bauen nun eine Weichenanlage in Form eines Kreuzes hier ein. Wie wir sehen, wir haben nun soeben das Kreuz gebaut und anschließend müssen wir Schienen bauen, die natürlich auch, weil Schienen sind, natürlich gerne ein wenig Power hätten. Ja, das ist für Schienen wichtig, die brauchen Power. Und dann heißt es jetzt letzten Endes nur noch, die Schienen zu verlegen, die Weichen zu bauen und die Weichen zu eichen. Beides eine Tätigkeit, die relativ schnell getan ist. Die Weiche muss so fungieren, dass wenn eine Fackel ausgeschaltet ist, die Weiche der Zug nach links packt, beziehungsweise nicht ganz es so einfach zu deuten ist, wie gerade gesagt, leider sich doch einige Probleme stellen und diese Probleme nun im Folgenden dieser Folge erarbeitet und korrigiert werden sollen. Wenn eine Chamber frei ist, dann soll ein Zug in die Chamber reingeleitet werden, wenn eine Chamber nicht frei ist, soll der Zug weitergeleitet werden und wie wir sehen, ist die aktuelle Stellung der Weichen korrekt. Mit anderen Worten sehen wir nun hier, dass diese Kammer hier unten frei ist, da der Redstone-Block sich oben befindet. Befindet sich der Redstone-Block oben, ist die Kammer frei. Befindet sich der Redstone-Block unten, ist die Kammer nicht frei. Entsprechend bei einer nicht freien Kammer, wie hier die erste, soll der Zug einfach geradeaus weiterfahren. In einer richtigen Kammer soll der Zug allerdings hereinfahren. Nun ist die nächste Tätigkeit, der wir nachgehen müssen, das korrekte Positionieren des Schafes. Das ist dann am besten und das wäre natürlich der Ziel oder das Ziel meiner Tätigkeit hier, wäre es dafür sicherzustellen, dass das Schaf entsprechend in der Kammer abgegeben wird, dort, wo sich das Wasser befindet. Dies ist jedoch eine etwas schwierigere Angelegenheit, da Wasser die Eigenschaft hat, sich in die denkbar falschesten Richtungen auszubreiten und wir nun dort vor einem echten Problem stehen. Dieses echte Problem möge doch irgendwie gelöst werden und ich versuche, den ersten Lösungsweg des Problems zu bestreiten, indem ich versuche, die Schiene entsprechend hierher zu leiten, um anschließend dort die Ausladung des Minecarts zu vollstrecken. Außerdem mache ich mir Spaß daraus, so zu reden, Leute, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute gar nicht der Sprache so folgen können, wenn sie so reden. Es ist ein wenig falsch, so zu reden, meiner Meinung nach. Aber irgendwo macht es mir auch Spaß, ein wenig zu versuchen, den High-Society-Sprachstil der deutschen Sprache irgendwie nachzuäffen. So, schaut her. Schaut her, was getan. So ich mich nicht nun vertan habe, sollte es die Möglichkeit für ein Schaf geben, nach dahin ausgestiegen zu werden.
weil das Schaf von der Schiene freundlichst herausbuxiert wird. Und das gilt es nun zu überprüfen. Denn einfach eine Aussage tätigen kann so ziemlich jeder von uns. Diese zu überprüfen obliegt gerade nur meiner Hand. So, schaut her. Wir nehmen ein Schaf, frachten dieses Schaf in ein Minecart und testen, ob das Schaf zu Genüge meines Systems an der korrekten Stelle herausgebuxiert wird. Und wir sehen, nein, der Test ergab falsch. Das Schaf wurde nicht richtig herausbuxiert. Das Schaf wurde leider völlig falsch ausbuxiert und muss nun entsprechend die Verantwortung tragen, dass das alles frevelhaft und falsch war. So ein Mist aber auch. Über dieses Problem, welches sich gerade mir da dilemmat, hätten wir doch eher nachdenken können. Nein, haben wir uns aber nicht. Also. Ersaufe ich meine Frust im Wasser. Nun, ich habe soeben eine weitere Lösung für mein Problem gefunden. Ich nehme einen soliden Block, wie beispielsweise hier, den da, und lasse das Schaf einfach an das herauskommen. Jetzt gilt es allerdings nur zu beachten, dass entsprechend dazu eine Modifikation dieses Systems vorgenommen werden muss, dass an dieser Stelle sich ein Schild befindet und mit jenem Schild Wasser aufgehalten wird, welches da kommen wird. Wenn ich nun hier einen Block Wasser hinsetze, wird das Wasser nach rechts fließen, gemäß der Logik vom Wasser. Nun sollte theoretisch das Minecart, wenn ich jetzt hier einen Glasblock hinsetze, das Schaf an dieser Stelle ausgeben. Ich würde darauf sogar fast schon eine Wette abschließen, dass das so korrekt ist und würde nun sagen, dass jetzt der Versuch erfolgreich funktionieren wird. Schaut her. Yes, meine Damen und Herren, Monsieur, Ladies and Gentlemen, es funktioniert. Gleichzeitig soll aber noch eine weitere Sache passieren. Und zwar muss überprüft werden, ob ein Schaf sich hat hier einliefern lassen. Dies erfolgt über eine weitere Konstruktion, die zu übernehmen ist. Doch diese Konstruktion werde ich erst gleich bauen. Zuvor möchte ich entsprechend die anderen Einheiten anpassen und den neuen Updates, den ich den anderen Kammern gab, entsprechend Folge zu tragen. So. Wir können die anderen leeren Minecarts einfach durch alle Kammern durchlaufen lassen. Das würde dem System kein Leid antun. Mir ist ein bisschen flau gerade, wie ich merke. Ich glaube, es liegt daran, dass ich heute nicht richtig gefrühstückt habe. Lasst euch gesagt sein, Leute. Das Frühstück ist das Wichtigste. Wenn ich richtig frühstücke, dann hatte ich echt einen Scheißtag. Für ein Projekt in Musik schreibe ich aktuell einen Krimi. Frage an euch, wollt ihr diesen Krimi mal hören? Es ist jetzt nicht die YouTube-Adventure-Web, das ist nochmal ein ganz anderer Krimi. Der wird auch noch kommen. Ich rede jetzt wirklich von einem eigenen Krimi. Es geht um einen Detektiv namens... Fuck, ich habe den Namen vergessen. ich habe gerade Fuck gesagt. 1 Euro in die F-Tasse von Josef. Ich muss mich zusammenreißen, später als Lehrer nicht so zu sprechen. Es ist ein Sprachstil, der mir das Internet... eingetrichtert hatte, und ich versuche tunlichst zu vermeiden, eine solche Sprache in der Öffentlichkeit zu verwenden, doch gerade bin ich zu Hause, sitze vor meinem Computer und mir ist gar nicht bewusst, wie öffentlich das, was ich gerade hier auf YouTube mache, ist. Entsprechend verwende ich ohne jegliches Nachdenken dessen, was ich tue, diese Sprache und entschuldige mich persönlich bei euch dafür, entsprechend solche Worte in meinen Videos verlauten zu lassen. Oh Gott, ey, ich kann mich gar nicht mehr selbst ernst nehmen, wenn ich so rede. So. Ay caramba, jetzt müssen wir mal dafür sorgen, dass diese Schiene hier korrekt, sie ist nicht korrekt. Jo, korrekt hier. Nö, ist es nicht. Nö. Ist nicht korrekt. Aber jetzt machen wir sie korrekt. Dann haben wir schon mal immer eines dieser Module fertig und können theoretisch gleich einen Initiierungstest durchführen, um zu überprüfen, ob entsprechend das Ding hier funktioniert.
Aktivierungsschiene, Aktivierungsschiene. Aktivierungsschiene, da. Aktivierungsschiene dort. Und der Rest darf befüllt werden mit bepowerten Schienen. Und dann einmal so, 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 so. Die ist doof. Warum habe ich die eigentlich nicht so? Also, mal ganz kurz. Speichern wir das mal ab auf 2. So. Ja, ja. Okay. Das sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. So, mit den Glasblöcken, die wir hier setzen, soll verhindert werden, dass das Schaf in einer anderen Position aussteigt, als an der es aussteigen soll. Jedoch müssen wir aufpassen, dass das Glas nicht wie beispielsweise hier unsere Schienerie aufhält. So, ein bisschen mehr Glas, um weiterhin das Schaf an die richtige Stelle zu guiden. Und zu guter Letzt unser Wasser, welches dafür sorgen soll, dass das Schaf entsprechend... Supi, sieht alles gut aus. So, als nächstes füllen wir mal das System hier unten ein bisschen aus. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten wir heute unser System in Aktion erleben können. Jetzt gilt es noch Jetzt gilt es noch eine Sache zu machen, und zwar, wenn ein Schaf sich tatsächlich in das System reinbuchstet, und wir müssen die Schafe später Persistence Required machen, das machen wir jetzt dann am Ende doch mit einem Befehl, sicher ist sicher. Ich habe keine Lust, dass das System aufgrund dessen einer Tatsache, dass ich irgendein Command vergessen habe oder dass das System sich von alleine nach einer Zeit plättet, das möchte ich vermeiden. So. Deshalb wird danach nochmal eine kleine Änderung durchgeführt, aber erstmal verwenden wir normale Schafe. Wir müssen jetzt also ganz kurz hier von nochmal hier so ein bisschen Strings nutzen, um zu überprüfen, ob überhaupt ein Schaf in die Maschine eingefahren ist. Sollte kein Schaf in die Maschine eingefahren sein, so sollte diese Maschine auch einfach nichts tun. Nichts tun. Das ist die Wahl. So. Wenn ein Schaf in das System einfährt, dann soll letzten Endes eigentlich nur der Kolben hier oben geschaltet werden. Ah, wir müssen aufpassen, dass wir hier das Schaf nicht töten, indem wir die Schiene irgendwie falsch verlegen. Ja, und ein bisschen Strom verlegen hier oben, der das System resettet, dass die Weiche sich auch wieder in die richtige Richtung bringt, wenn scharf eingefahren. Wir gehen davon aus, dass das System funktioniert. Okay, Ladies and Gentlemen, jetzt alles nur verbinden mit dem Magazinchen hier. Das ist ja easy peasy. Was für eine lange Episode. Ich wollte eigentlich die Episoden heute nicht so lang lassen. Ja, vielleicht testen wir es doch erst in der nächsten Episode aus. Ha! Nein, doch. Nee, länger als 20 Minuten. Ich habe gesagt, dass ich etwas kürzere Episoden bei der Farm mache, um es nicht zu lang zu ziehen. Auch für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, die sich darüber beschweren, dass die Videos zu lang sind. Die Leute sind jetzt schuld, dass das System es beim nächsten Mal in Aktion sehen werdet. Ich werde das System aber noch eben kurz in Position 0 begeben und wir werden schon mal das System befüllen. Allerdings erst im nächsten Part ausführen, Leute, um weiterhin Spannung aufrecht zu erhalten. So viel müsst ihr mir, was das angeht, leider verzeihen. Aber die Spannung steigt. Wir werden ein paar Schäfchen vorbereiten und die Schäfchen hier schon mal in das System einbuchsieren. Und im nächsten Part dann testen, ob das System funktioniert. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und in freudiger Erwartung. Ciao, Leute.